Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, ich habe endlich etwas mehr geschlafen, ich habe mich etwas erholt und ich bin von meinem leichten Depri-Trip der letzten Tage, Wochen runter. Es tut mir leid, falls die letzten Videos etwas schwere Kost waren, aber ja, ich war einfach nicht wirklich ausgeruht und gut gelaunt die letzte Zeit. Ich war so ein totaler Cringe. Ja, das macht meistens die Weihnachtszeit, die Festtagszeiten so mit mir. Da bin ich einfach immer so ein bisschen. Ja, aber schön ist, seit gestern fühle ich mich wieder etwas besser, weil gestern am Donnerstag haben meine Eltern und ich ja unseren Jahrestag gehabt und wir haben etwas Besonderes gemacht. Wir haben uns eine Limonade geteilt. Das war toll. Und ich weiß noch, ich habe zu meiner Mutter in der Nacht so, hat sie zu mir gesagt, dass sie ins Bett gegangen ist, ob ich noch so, wenn so um Punkt 0 Uhr mal vorbeigucken möchte. Und dann habe ich eben um Punkt 0 Uhr bin ich zu meiner Mom gegangen und dann haben wir da unseren Jahrestag so reingefeiert, haben uns Hallo gesagt und haben dann etwas gekuschelt, war auch nett mal. Dann habe ich zu meiner Mom irgendwann so geflüstert, Mom, lass uns was ganz Verrücktes machen. Meine Mama hat so gedacht, wahrscheinlich sowas wie, lass uns jetzt sofort in die Alpen fahren und so. Dann sie so, nein, lieber nicht. Und daraufhin war meine Antwort, lass uns eine Limonade teilen. Und wenn wir ganz, ganz verrückt sind, dann teilen wir sie noch mit Daddy. Ja, das war so unser Reinfeiern in unseren Jahrestag. Und dann ist mir einfach wieder mal etwas sehr Wichtiges bewusst geworden, was ich die letzte Zeit auch sehr aus den Augen verloren habe. Und also, ja, ich wäre jetzt glücklich, wenn ich eine Haarklammer oder sowas hätte. Also entschuldigt, wenn das hier so ein bisschen aussieht. Aber ja, ich habe nicht so unbedingt mich frisiert. Okay. Also, was mir wieder bewusst geworden ist, ist die Tatsache, wie viel Glück man eigentlich haben kann und dass Glück eigentlich wirklich etwas Tolles ist. Und ja, das ist irgendwie so, es gibt so viele Situationen in letzter Zeit, wo ich richtig viel Glück hatte, wo ich einfach auch wieder vergessen habe, dass es ein Glück ist, dass es sowas gibt. Also, als eines der Beispiele, die ich euch jetzt direkt nennen kann, ist, ich habe ungefähr vor einer Woche Donnerstag, ich bin mir jetzt nicht sicher, habe ich einen, oder es war Mittwoch, ach ich weiß nicht, auf jeden Fall letzte Woche habe ich einen Teig für Vanillekipferl gemacht. Und zum einen habe ich vollkommen vergessen, Ei reinzutun, da hätten drei Eigelb reingehört, die habe ich voll vergessen. Und zum anderen habe ich was ganz Neues probiert, nämlich ich habe mehr Butter rein und dafür weniger, ja, dafür weniger Zucker. Und dann habe ich meine Babette angerufen und so gesagt, Babette, wenn ich dann bei dir bin, können wir dann diese Kipferl backen. Und als ich dann bei Babette war, ist mir so im Kopf rumgegangen, oh Gott, da ist so viel Butter drin, die Kipferl, die werden, das wird ein riesen Keksblech, das wird nur ein Keks. Da habe ich am Ende ein Blech und ein Keks. Und das fand ich dann so, ich gebe es zu, ich gehöre zu diesen Menschen, wenn ich Kipferl mache, will ich auch, dass sie so ein bisschen halbrundformig sind. Ich mag es nicht, wenn sie dann nicht ein bisschen hoch und ein bisschen halbrund sind. Und da kann ich wirklich neurotisch sein, aber ist eben so. Und da habe ich mir so gedacht, oh Gott, nee, ich habe gleich so einen riesen Keks, so ein Blech, also es waren ja dann sogar, es sind sogar zwei Blech geworden, aber ich habe dann so einen riesen Klumpen Keks und was mache ich damit dann? Und dann hat mir Babette aber immer wieder gesagt, also entweder es wird jetzt halt ein riesen Klumpenkeks oder das wird halt keiner und es wird gut gehen. Und ich habe mir in dem Moment immer so gedacht, oh, es wird so ein riesen Klumpenkeks. Aber rausgekommen sind dann wirklich nette Vanillekipferl, die sind richtig schön geformt. Und ich bin richtig froh gewesen, dass es geklappt hat. Deswegen habe ich dann heute auch schon wieder neuen Teig gemacht und werde aber mit weniger Butter. Diesmal habe ich aus meinem Fehler gelernt, ich habe weniger Butter genommen, weil zweimal funktioniert das sicher nicht. Ja, und das war einfach so richtig Glück gehabt, dass es nicht schief gegangen ist. Auch so ein Glücksding, wo ich mir die letzten Tage öfters so gedacht habe, Glück gehabt ist, ich bin immer noch nicht erkältet. Also ich meine, das ist Glück. Wo
Man könnte sich, ich meine, es ist kalt draußen und vorgestern, ja, also zwischen Mittwoch und Donnerstag am Abend war ja so ein herber Wind und Regen und es war wirklich richtig kalt bei uns in der Wohnung und dann habe ich mir so gedacht, Glück gehabt, dass ich mir vor Jahren eine Decke noch gekauft habe, die ich jetzt benutzen kann. Und Glück gehabt, dass ich daran gedacht habe, meine Oma anzurufen, die mir gesagt hat, dass ich eine Wärmflasche nehmen soll. Und das war wirklich meine Rettung, diese Wärmflasche. An dieser Stelle, supi Omi, super Oma, dass du mich daran erinnert hast. Gut. Und dann, was fällt mir noch so ein? Ja, auch wenn es irgendwie verrückt klingt, aber auch dieses Querdenker-Quiz ist ein Glück gehabt Ding, weil hätte ich den Katalog nicht aufgeschlagen, hätte ich es nie gefunden. Dann hätte ich irgendwie nie anfangen können, dieses Quiz zu machen. Und das macht irgendwie schon Spaß. Ja, am Ende vom Video gibt es übrigens die Auflösung vom Mittwochsquiz. Dieses Mal vergesse ich es nicht. Gut. Ja, was ist noch so ein Glück gehabt Ding? Ja, ich hatte auch die letzte Zeit einfach Glück, so allgemein, so dieses, ich habe so eine gute Zeit. Ich habe eigentlich irgendwie nichts, wo ich sagen müsste, es war so furchtbar. Ich war einfach. Es war einfach eine richtig schöne Zeit. Ich habe viel, viel mich ausruhen können. Ich konnte mich viel erholen. Und es ist ja auch eine Form von Glück, sich erholen zu können und nicht unbedingt, ja, in so einem Stress zu sein, etwas zu tun und etwas, das einem keinen Spaß macht. Oder einfach dieses Übliche. Es ist auch ein Glück, einfach mal die Zeit zu haben, zu sich zu finden. Ja, und falls ihr euch fragt, wieso ich mit meinen Augen so komisch, es ist so ein anderes Glücksding. Ich hatte ja bisher immer so ein dunkles Bild. Und ich habe vor ein paar Wochen, ist mein Monaten, ist mein Nachtlicht mal kurz davor gewesen, kaputt zu gehen. Und ja, dann habe ich mir ein Ersatznachtlicht gekauft. Und da mein Nachtlicht aber jetzt noch läuft, wie Wolle, also es läuft wirklich wieder. Meine Mutter hat da so glücklicherweise glückliches Händchen gehabt und hat da ein bisschen rumgeschraubt und jetzt funktioniert das Ding wieder wie eine Eins. Und ja, habe ich dann auf jeden Fall entdeckt, dass es praktisch ist, dieses andere Nachtlicht, das ist nämlich so flutlichtmäßig, so als einfach da hinten hinzustellen. Also ihr müsst euch vorstellen, hier sitze ich, dann ist da mein Computer und da ist dann das Nachtlicht. Und das Doofe ist, ich gucke immer volle Kanne rein. Also ich habe auch schon total die weißen Punkte auf der Linse, aber wenigstens ist das Bild heller. Und das ist es wert. Ja, auch so eine Sache, wo ich finde, Glück gehabt ist, mein Bruder ist jetzt wirklich daheim. Ich habe ihn am Mittwoch überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen. Also ich habe ihn erst am Donnerstag das erste Mal gesehen und ja, war nett, ihn endlich wiederzusehen. Ich meine, ich habe ihn ja vermisst. Aber ich wusste auch im ersten Moment nicht so richtig, ja, wie soll ich damit jetzt umgehen, weil ich bin da immer so ein bisschen unbeholfen mit diesen Geschichten, wenn Leute nach Hause kommen und dieses Wiedersehensding und ja. Auf jeden Fall habe ich dann mir gedacht, ich finde es auf jeden Fall schön, dass er wieder da ist und ich finde es auch so ein richtiges Glück gehabt, dass er wieder da ist. Ja. Was könnte ich jetzt noch so erzählen zum Thema Glück gehabt? Im Prinzip habe ich gerade zur Zeit nur Glück. Ich kann irgendwie mich überhaupt nicht mehr beschweren, dass irgendwie was bei mir schief läuft, weil ich irgendwie gerade so voll den Glücksmoment habe. Ich habe auch, ja, auch so eine Sache, wo wir auch meine Familie sagen kann, Glück gehabt ist. Ich habe, ja, ich glaube, es war im Oktober letzten Jahres, habe ich zu meiner ganzen Familie gesagt, wer Weihnachtsplätzchen haben will, wirklich, Leute, wer welche haben will, der hat jetzt zwei Optionen. Er geht in den Laden und kauft sich welche oder er bäckt sich selbst welche, weil ich mache dieses Jahr keine. Glück gehabt war es, dass ich zufälligerweise zu viele Haselnüsse noch übrig hatte und jetzt habe ich doch noch Weihnachtsplätzchen backen müssen und jetzt, ja. Jetzt gibt es wieder Weihnachtsplätzchen bei uns. Gut, das ist, da hat meine Familie dann Glück gehabt in dem Punkt, weil jetzt etwas spät, aber wir haben jetzt Weihnachtsplätzchen. Das ist auch was. Gut, ich denke, das war eigentlich alles, was ich euch da erzählen wollte zu diesem Thema. Und deswegen werde ich euch jetzt das Quiz vom Mittwoch auflösen.
Ich werde jetzt erst noch mal die Frage wiederholen und dann werde ich euch die Lösung dazu sagen. Die Frage ist die Frage des Lebens. Was fühlen Schmetterlinge im Bauch, wenn sie sich unsterblich verlieben? Wird eine Frau bzw. ja, dein Mann Witwer, nachdem du dich zweimal halbtot gelacht hast? Was zählen Schäfchen, wenn sie abends einschlafen wollen? Was soll das Verfallsdatum auf saurer Sahne? Gibt es in einem schottischen Teefabrik eigentlich auch Kaffeepausen? Warum hat Katzenfutter Hühn, Fisch und Rind im Angebot, aber keine Mäuse? So, schräge Fragen. Da gibt es wohl keine Diskussion. Aber jetzt wird es ernst. Findest du für jede Frage eine querdenkerische Antwort? So, nochmal kurz die Frage gezeigt. Wartet, mein Finger ist da so unpraktisch. So, mir sind leider Gottes gerade die Fingernägel abgebrochen. Also, entschuldigt, dass die so ja, aussehen. Und die Antwort auf die Frage ist: einmal Gras, zweimal Gras, dreimal Gras, viermal Gras, fünfmal Gras, 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 Gras. Na, wird hier Querdenken ganz philosophisch? So. Ist eine fiese Frage gewesen und ist auch eine richtig fiese Antwort. Ich möchte mich bei allen, die ja jetzt gerätselt haben und ja, diese Fragen kann man irgendwie gar nicht richtig beantworten. Die sind immer so kompliziert. Okay, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, dass wir uns am Mittwoch wiedersehen. Ich hoffe auch, dass euch mein Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch das letzte glückliche Ereignis war oder was euch Glück gebracht hat. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter schreiben oder auf Facebook. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss!